Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vanbörse. Wir sind hier heute bei Alpine mit Ingmar. Hi Ingmar. Grüßt euch, hi. Vielen Dank. Und die Jungs von Alpine haben uns heute einmal versprochen, dass wir uns den Van hier angucken dürfen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Los geht's, kommt mal rein, miteinander. Danke. Das ist übrigens der Cross Cabin Signature auf Basis von einem VW Crafter, richtig? Genau, das ist der VW Crafter 2 mit einem Aufbau von der Firma Next, das sogenannte Next One. Bedeutet, das Fahrzeug hat eine komplette Aluminiumkarosserie beim Aufbau hinten. Und durch diese Aluminiumkarosserie bekommen wir halt ganz viele Vorteile, wie zum Beispiel das viel leichtere Gewicht, eine höhere Crashsicherheit. Wir können die Möbel auch direkt in die Karosserie reinschrauben. Das sind also quasi die Möbel, keine tragenden Elemente wie sonst beim Wohnmobil, genau umgekehrt, wie es eigentlich sein soll. Die Außenhaut kann man auch reparieren, dass aus Aluminium besteht und so weiter. Also es bietet sehr viele Vorteile gegenüber anderen Bauvarianten dann. Also zum Beispiel gegenüber normales Stahlblech wäre natürlich der Gewicht auch der Gewichtsvorteil natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Genau. Lass mich mal kurz ein bisschen erklären. Bitte. Also, dieses Fahrzeug ist eigentlich konzipiert, gedacht für Leute, die mobil arbeiten möchten. Wir haben dazu sehr, sehr viele Umfragen gemacht. Wir waren in Berlin, wir waren in München unterwegs. Wir haben uns bei Google, bei Facebook, bei Microsoft überall vor die Türen gestellt und haben die Leute abgepasst, haben so ein bisschen gefragt, wie die mobil arbeiten jetzt nach Corona, ob das weitergeht bei denen mit Homeoffice und wenn die dann quasi mobil arbeiten, von wo arbeiten die. Und da sind wir dann auf das Konzept gekommen, dass wir einen Wagen bauen wollen, der wirklich für mobiles Arbeiten perfekt ausgestattet ist, weil sowas irgendwie noch nicht gegeben hat bis jetzt. Genau, und dann eben durch die ganzen Umfragen haben wir festgestellt, was gebraucht wird und was hier nicht gebraucht wird. Und haben dann ein Konzeptfahrzeug gebaut. Das stand auch letztes Jahr mal hier auf der Messe in Hamburg. Und jetzt ist ein Jahr vergangen und jetzt haben wir hier ein fast serienreifes Fahrzeug. Zwei, drei Kleinigkeiten, die kann ich euch gleich noch zeigen, die sind noch ein bisschen im Konzeptstadium. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich fertig mit dem Fahrzeug und die Kunden können das jetzt hier bei uns bestellen, bekommen es dann so gegen Juni, Juli geliefert. Also geht relativ zügig. Ich würde sagen, wenn man hier über die Messe geht, das kann ich zumindest ganz gut beurteilen, dann ist es der Hingucker. Ich glaube, etliche Leute bleiben hier stehen. Ja. Ich glaube, auf das Design kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir einmal von vorne bis hinten, wie du Zeit hast, einmal durch. Sehr gerne. Du hattest gerade schon gesagt, mobiles Arbeiten, deswegen starten wir vielleicht mal hier. Ich bleibe mal hier sitzen. Vorne, genau. Also die Idee ist hier quasi, das ist auch, dass eigentlich alles so doppelt eine Doppelfunktion hat. Das ist eigentlich so unser Eingangsbereich. Da hat man hier so eine kleine Bank, die man ausziehen kann. Ich habe dahinter einen Schuhschrank, dann kann ich hier meine Schuhe ausziehen, kann die dann quasi hier verstauen, wenn ich möchte. Und gleichzeitig kann ich das natürlich auch als Arbeitsplatz hier nutzen. Wir haben das so gemacht, wir haben zum Beispiel hier eine Halterung für jeglichen Laptop. Den schiebe ich dann da rein, stöpsel den an und habe dann hier Zugang über HDMI zu meinem 27 Zoll Monitor. Und kann dann hier quasi tagsüber komfortabel arbeiten. Am Abend oder wenn ich das nicht mehr brauche, nehme ich die Sachen weg und versenke den Monitor einfach im Tisch. Das ist ja unglaublich. Und nehme die Sachen weg und dann habe ich einen ganz normalen Tisch zum Frühstücken, zum Kochen, was auch immer ich hier eben machen möchte in dem Bereich. Genau. Also das wäre mal der erste Arbeitsplatz. Bei uns war es sehr wichtig, dass wir zwei getrennte Arbeitsplätze haben, weil das Fahrzeug eigentlich für zwei Leute konzipiert ist. Super. Genau, cool. Also das wäre mal der erste Arbeitsbereich. Wir gehen mal weiter durch. Wir haben in diesem Fahrzeug Oberschränke. Die befinden sich im kompletten Fahrzeug, einmal ringsrum, wie im Flugzeug quasi, dass unter jedem Sitz so ein Oberschrank ist. Und wenn man die alle zusammennimmt, kommt da wirklich sehr viel Stauvolumen zusammen. Genau. Ganz kurz vielleicht zum Design, was ist ja schon angesprochen. Also, dieses Holzlatten-Design, das wir haben, das ist ein Bambus-Furnier. Bedeutet, wir haben ein Queenply-Material darunter verwendet, das sehr leicht ist, schneiden dann aber das Bambus hauchdünn und laminieren das über. Das bedeutet, auf der einen Seite haben wir das viel leichtere Gewicht, auf der anderen Seite haben wir eben die Haptik und den Geruch vom Echtholz. Das heißt, wir haben das Beste aus beiden Welten zusammengeschmissen. Ja. Und dadurch kriegt man eben diese tolle Struktur hier hin und die Atmosphäre. Ist aber nicht nur Optik. Also das ist auch so gedacht, dass es wie in einem Konzertsaal hier drin funktioniert. Das heißt, der Schall, der von der Soundanlage kommt, der läuft sich quasi dann hier drin tot. Also zwischen den Lamellen läuft sich der Schall tot. Und ich habe dadurch eine sehr gedämpfte Klangatmosphäre hier drin. Zum einen gut zur Musik hören, zum anderen aber auch, wenn man hier drin arbeitet, dann mal zum Beispiel eine Teams-Konferenz oder eine Skype-Konferenz, dass sich dann das nicht so anhört, als ob man irgendwo in einer Blechdose sitzt. Ja, okay. Das wäre bei einem normalen Van vielleicht schon eher der Fall. Oder wenn es zum Beispiel stark regnet und es prasselt auf dem Dach und so weiter. Deswegen war uns eine gute Schalldämmung unheimlich wichtig.
dass das der Gegenüber, sagen wir mal, der mit dir jetzt eine Teams-Konferenz hat, nicht merkt, dass du in einem Van sitzt irgendwo, vielleicht ja. in Spanien oder sowas, sondern das muss ja auch, man will ja professionell arbeiten. Und das war uns halt dann unheimlich wichtig und da ist dann halt Design und Funktion zusammengeflossen und das war halt dann das Resultat. Das möchte ich einmal hervorheben, weil ich kann mir vorstellen, dass viele denken, die hier reinkommen und dieses Design sehen, sagen, unglaublich, das ist aus Designgründen schön, aber es hat wirklich auch noch richtig Funktion. Auf jeden Fall, ja. Super cool. Ja, genau. Würde ich sagen, machen wir mal kurz in der Küche weiter. Ja. Hier haben wir jetzt gesagt, wir machen eine minimalistische Küche, die aber super voll funktionsfähig ist mit allem. Wir haben ein Echtkeramikwaschbecken mit einem Druckwassersystem. Bedeutet, ich mache auf und habe sofort immer Wasserdruck drauf, wie zu Hause. Da nutzen wir einen 80 Liter Frischwassertank und einen 60 Liter Grauwassertank im Fall. Genau. Hier haben wir zwei Induktionskochfelder, beide mit 800 Watt. Das Fahrzeug ist komplett gasfrei bei uns, also alles auf Batteriebasis. Okay. Ja. Genau. Der Kunde kriegt zur Basisausstattung 200 Amperestunden Batterien und 350 Watt P Solaranlage auf dem Dach, kann aber auch upgraden bis zu 500 Amperestunden und 700 Watt Solar. Also da geht dann schon was auch in Richtung Autarkie natürlich, dass der Kunde da auch mal für ein, zwei Tage locker hier stehen kann, kochen kann und arbeiten kann eben. Super cool. Genau. Machen wir kurz weiter an der Küche. Also wir haben hier zum Beispiel Schubläden, hier ist eine Pet-Kaffeemaschine drin. Da kann ich direkt hier in der Schublade drin meinen Kaffee kochen, wenn ich möchte. Wir haben weitere Schubfächer, einfach für jegliches Geschirr, Töpfe und so. Dann haben wir hier, den finde ich ganz cool, einen Apothekerschrank. Ja. Und oben mit dem kleinen Abfalleimer eben für die Küchenabfälle. Und ich finde, wenn man das hier kocht und schnibbelt, dann kann man das gleich hier wegschmeißen. Das ist eine coole Sache hier. Genau, dann haben wir hier drüben von Dometic Serie 10 einen 70 Liter Kühlschrank mit Eisfach. Genau. Ja. Und den kann ich auch, das Highlight eigentlich, dass ich den von beiden Seiten aufmachen kann. Ist halt immer, wenn man zum Beispiel da sitzt, arbeitet und will sich nur eine Cola rausnehmen oder irgendwas, kommt man da auch schnell ran. Also das finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Also kurzer Zwischenstand, bisher ist hier alles super durchdacht. Bitte gerne weitermachen. Wir versuchen es, okay. So, hier drüben, hier hinter ist unsere Garderobe. Wenn ich hier aufmache, dann habe ich hier einen Kleiderschrank, kann da Jackets, Jacken, was auch immer eben reinhängen. Ja. Ist ganz gut, beim Camper hat man das oft nicht und die Sachen werden halt alle verknittert, aber wenn man halt businessmäßig unterwegs ist, braucht man vielleicht auch mal ein sauber gebügeltes Hemd und so weiter, dann ist es halt wirklich nicht schlecht. Hier unten haben wir das gleiche nochmal für Schuhe und so weiter. Sehr wertvoll für jeden Van. Und auch mal Rucksack, was auch immer, kann man da unten reinschmeißen und dann ist es weg und ist sauber aufgeräumt. Dann möchte ich euch mal ganz kurz unser Kontrollsystem zeigen. Vielleicht tauschen wir einmal die Plätze. Genau. So, das hier ist unser Control Center für das komplette Fahrzeug. Also bei jedem anderen Van oder bei den meisten anderen Van hat man immer über der Tür viele kleine Anzeigegeräte und so weiter. Das haben wir gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen alles zentral in einer Steuereinheit haben, die ultra leicht zu bedienen ist. Und das ist jetzt zum Beispiel der Homescreen hier. Hier sehe ich auf einen Blick quasi alles, was mir so wichtig ist. Ich kann zum Beispiel dann umschalten, gehen wir mal auf die Füllstände. Hier sehe ich jetzt grafisch angezeigt Frischwasser- und Grauwassertank. Also sofort easy zu verstehen für jeden, ob das jetzt voll ist, ob ich ablassen muss, was auch immer. Und das Coole ist, ich kann mir dieses Display auch vorne auf das Alpine-Radio spiegeln. Und dann kann ich während der Fahrt schon sehen, wie sieht es aus, muss ich irgendwo zum Ablassen fahren oder was auch immer. Oder reicht es mir noch mal eine Dusche nachher vielleicht oder... Genau, und das gleiche zum Beispiel, was ich ganz wichtig finde, da wir ja rein auf elektrisch auf Basis unterwegs sind hier, habe ich hier meine komplette Elektrik auf einen Blick. Das bedeutet, wie viel Strom entnehmen wir, wie viel laden wir zu, über Solar und so weiter. Und habe auch hier zum Beispiel ein Notaus, mit dem ich das komplette Fahrzeug hinten mal schnell stromlos machen kann, wenn es sein muss. Darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen? Ja. Das bedeutet, ihr habt wirklich eine Software komplett für dieses Fahrzeug entwickelt? Also das ist auf Basis von einem Arvicon-System und wir haben dann da von Alpine eben unser eigenes Interface dazu kreiert. Okay. Ja. Und das ist eigentlich ein offenes System von Arvicon, das war wirklich nicht schlecht. Aber wir wollten eben jetzt da quasi unser eigenes Overlay machen, unser eigenes User-Interface, um dem Kunden das so zu ermöglichen, dass er da nicht mal ein Handbuch lesen muss oder irgendwas. Sehr gelungen. Das ist, ja. Das war so die Idee dahinter, genau. Ja. Sollen wir vielleicht, wenn wir gerade schon hier stehen, noch kurz vorne weitermachen? Ja. Ich möchte ganz kurz mal noch erwähnen, der Kunde bekommt serienmäßig gleich mit von Alpine unseren neuen digitalen Rückspiegel. Ihr seht jetzt leider nichts, weil die Klappe hinten offen ist, aber im Normalfall würde das funktionieren wie ein ganz normaler Rückspiegel, aber eben digital. Und das Coole daran ist eigentlich, der läuft natürlich die ganze Zeit mit beim Fahren und der Winkel ist viel breiter eigentlich wie bei einem normalen analogen Rückspiegel. Das heißt, also im Prinzip alles, was jetzt von meinem Finger hier rechts oder hier links wäre, wäre eigentlich ein toter Winkel, den ich so nicht sehe. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Nachts, wenn zum Beispiel hinten ein Fahrzeug aufblendet oder sowas, regelt mir die Elektronik das so runter, dass ich eigentlich nur noch die Lichter dann
runtergedimmt sehe, aber trotzdem eben noch voll die Umgebung. Also ich sehe da nicht nur einfach Lichter oder sowas, sondern ich sehe eigentlich mehr, wie ich im Normalfall mit dem analogen Spiegel sehen würde. Ja. Also das ist wirklich ein super cooler Spiegel. Den gibt es jetzt zu kaufen auch zum Nachrüsten von der Firma Alpine und liegt kostenmäßig rund bei 500 Euro. Und kann man dann für Ducato, Sprinter, T6, was auch immer, kann man die dann nachrüsten. Ja. Genau. Hier unten haben wir unser großes, eigentlich unser größtes Navi-Radiogerät. Das ist der Alpine Halo 11, 11 Zoll Basisgerät mit Touchscreen natürlich. Und hier drüber kann ich dann meine Navigation laufen lassen, mein Apple CarPlay, mein DAB-Radio, was auch immer ich eben machen möchte. Genau. Wir haben des Weiteren verbaut hier vorne ein sehr gutes Soundsystem von unserer Adventure Audio Serie. Ja. Bringt auch richtig Spaß dann hier drin. Genau, ich kann es leider nicht zeigen wegen GEMA-Problem, aber kein Problem. Vertraut mir, es klingt geil. Nur für die Leute, die sich fragen, ja. Alpine ist ja auch sehr bekannt für Sound und Autotechnik. Machen wir jetzt seit 50 Jahren. Ja. Also, wir wissen da noch was hinter. Was wir tun. Genau, richtig. Ja, perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, pass auf, geh du mal durch. Gerne. Dann zeigen wir mal das Bad als nächstes. Ich setze mich mal hier hin, dann geht es. Sehr gut. Ich zeige euch jetzt mal das Badezimmer. Also als erstes hier ist jetzt hier die Toilette. Wir haben jetzt hier eine Trockentrenntoilette eingebaut. Kann der Kunde aber wählen, was er da möchte. Ja. Waschbecken, Spiegelschrank, soweit so gut. Es ist erstmal nichts Besonderes. Wenn ich jetzt aber duschen möchte, ist das Ganze ja doch ein bisschen beengt. Ja. Hier kommt jetzt der Clou. Film mal rein. Und nicht erschrecken. Ja. Also das ist ja wirklich unglaublich. Also das habe ich noch nie gesehen. Also das heißt, Ingmar, du hast jetzt quasi gerade die Box einmal um das Doppelte. Um das Doppelte, genau, 100% vergrößert. Und kann jetzt hier duschen. Warte mal, ich stelle mal kurz rein. Also ja. ihr seht auch hier, ich bin 1,75, also ja. Da ist noch ordentlich Platz nach innen. Ja. Genau, und dann habe ich halt richtig Platz hier drin zum Duschen. Nach dem Duschen das ein bisschen trocken reiben, vielleicht gerade die hintere Wand, damit keine Feuchtigkeit dahinter bleibt. Und dann wird einfach wieder zugeschoben. Filmen wir mal einmal. Er schiebt das hier jetzt, ist auf Schienen unten gelagert. Ja, genau. Und jetzt ist es wieder zu und dann habe ich hier wieder. Weil duschen tut man, wenn überhaupt, einmal 5 Minuten am Tag. Ja. Und dann wäre ja der Platz verschenkt. Ja. Und dadurch haben wir eben jetzt hier einen viel größeren Platz geschaffen, hier, wo man es nochmal sehen kann. Also man kann sich von den Campervan mega frei bewegen hier drin. Und gerade der vordere Bereich genau. ist riesig mit dem Arbeitsplatz. Das war die Idee dahinter. Ich bin gespannt, was noch kommt. Genau. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Am besten hock dich mal auf die Bank und rutsch mal nach hinten durch. Ja. Einmal, dass ihr das hier alles seht. Also es ist wirklich überall mit dieser, nennt man das Akustikpanel? Geht das in die Richtung? Kann man eigentlich schon sagen. Okay. Ja, genau. Richtig. So, lass mal kurz anschalten hier. Das ist ein Standby. So, also hier hinten den Raum nutzen wir eigentlich in einer Dreifachnutzung. Die erste Nutzung ganz klar, ein ganz normaler Esstisch für 4-5 Personen hier hinten, wo man essen kann. Das Weitere aber, es ist auch ein Konferenzbereich. Konferenzbereich deshalb, weil du kannst mal nach hinten filmen, unter die Bank, unter dieser schwarze Bogen. Ja. Den kannst du dir mal aufmachen. Und da sind die ganzen Anschlüsse drin für die Laptops. Da habe ich jetzt HDMI, USB, 220 Volt, alles mögliche drin. Und kann mich dann zum Beispiel hier mit dem digitalen Whiteboard verbinden. Das bedeutet, der Nutzer sitzt quasi hier mit seinem Laptop, verbindet sich mit dem Screen und hat hier oben zum Beispiel eine Webcam drin und kann dann hier super Teams-Konferenzen machen und so weiter. Also deswegen auch nochmal die Dämmung, unheimlich wichtig, dass es hier drin keinen Schall gibt und so weiter. Das ist auch ein Touchscreen hier mit einem digitalen Whiteboard. Das heißt, ich kann ja auch super, wenn ich zum Beispiel mehrere Kunden hier sitzen habe, hier Präsentationen halten. So war das gedacht. Der Monitor hat noch eine Doppelnutzung. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends hier am Kochen bin, jetzt ist vorbei mit Arbeiten, dann drehe ich mir den einfach und kann jetzt hier nebenbei beim Kochen Netflix schauen oder irgendwas. Finde ich auch eine ganz coole, ganz pfiffige Lösung eigentlich. Genau, ansonsten, dann die dritte Nutzung hier hinten ist das Schlafen natürlich. Dazu zieht man unten am Tisch an einem Griff. Der Tisch klappt dann einfach nach unten weg. Das ist kein tragendes Element. Der ist dann einfach auf dem Boden. Kannst du gerne so lassen, brauchst du gar nicht umbauen. Ich will es nur einmal zeigen. Ja, kein Thema. Das ist so einfach unterm Tisch ein Griff und dann klappt der runter. Und dann wird es so gemacht, dass quasi die Bänke, die Sitzbänke schiebt man zusammen. Die treffen sich genau in der Mitte und die Rückenlehnen klappen um. Und das war's schon. Dann habe ich schon mein Bett kreiert. Also ist keine große Sache. Umbauzeit ganz grob? Weniger als eine Minute. Viel weniger, ja. Also wirklich schnell. Ja. Genau. Ansonsten auch hier hinten natürlich überall diese Oberschränke, wie schon vorher erwähnt. Die gehen, wie gesagt, einmal ganz rum. Ich finde es auch unglaublich, sorry fürs Unterbrechen. Ja, klar. Aber man sieht kaum, dass da Schränke hinter sind. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ja. Also man sieht die Griffe, das finde ich macht es auch so. Ja, genau. Das ist halt wirklich versteckt, das Ganze. Ja.
Und wie man vielleicht so ein bisschen erkennen kann, also wir haben uns sehr an dem japanischen Zen-Minimalismus orientiert, dass quasi alles da ist, aber eben versteckt und dass alles eine Doppelnutzung quasi hat. Das kommt halt so von diesen traditionellen japanischen Häusern, wo quasi ein Tatami-Raum besteht, der sich im Tag wandelt. Da wird dann geschlafen, gegessen, gearbeitet, vielleicht sogar mit den Kindern gespielt. Der Raum wandelt sich über den Tag. Und genau das gleiche Konzept wollten wir halt hier immer auch. Unglaublich. Genau. Ja, ansonsten haben wir, wie du hier sehen kannst, noch so Leselampen. Die kann man halt dann mit dem Schwanenhals hier quasi einfach hinstellen, wo man will. Einmal hier und einmal hier. Zwei Stück, genau. Und dann, was ich noch kurz erklären wollte, sind die Lautsprecher hier hinten. Ja. Das ist auch ganz neu jetzt. Und zwar ist das von unserer neuen In-Cabin Adventure Audio Serie. Okay, das sind die hier, genau, richtig? Genau, diese schwarzen Paneele. Das sind jetzt speziell für Wohnmobil kreierte Lautsprechersysteme. Das bedeutet, es sind also relativ dünne, lange Paneele und die gibt es einmal in der Variante wie hier, quasi eine Unterputzvariante, dass die Plan mit der Wand abschließen, oder als Aufputzvariante. Okay. Aufputz ist auch cool, wenn jetzt jemand einfach nachrüsten möchte, der kann diese Dinger nehmen und kann die überall quasi von unten an die Unterschränke schrauben oder in die Ecken rein zum Beispiel. Und wir bieten die an in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Farben. Also es gibt so eine dunkle Schwarz-Anthrazit-Farbe wie hier oder eben so ein Silber-Weiß-Ton für hellere Innenausstattung, dass das passt. Und man kriegt dadurch eben viel besseren Klang zustande, wie jetzt traditionelle Lautsprecher das machen würden. Ja. Also im Normalfall beim Campervan, beim Wohnmobil, du nimmst einen Autolautsprecher, schraubst den von unten in irgendeinen Schrank rein, dann machst du den Schrank auf und hast innen den Magnet drin und der Lautsprecher feuert quasi nach unten weg, was ein unheimlich schlechtes Klangbild erzeugt. Und so kommt es halt direkt in den Raum rein. Wir verbrauchen quasi keinen Platz unnötig, weil wir keine riesen Magneten brauchen und so weiter. Und der Klang ist wirklich phänomenal hier drin. Ich kann es euch leider jetzt zeigen, sonst kriegen wir Ärger mit der GEMA, aber genau, vertraut mir, der Klang ist wirklich phänomenal. Unglaublich. Genau. Ja, wie gesagt, das wäre eigentlich so die Idee vom Fahrzeug. Was ich noch kurz erwähnen kann, Internet, natürlich wichtig für so ein Fahrzeug. Wir haben einen sehr schnellen 5G-Router hier drin verbaut, mit einer Dual-SIM-Karte quasi und einem sehr großen Antennensystem auf dem Dach, weil das ist das Wichtigste für alles. Wenn ich diese Internetverbindung nicht habe, kann ich hier drin nicht vernünftig arbeiten. Ja. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Fahrzeug kann jetzt bestellt werden bei uns für 229.000 Euro Basispreis. Der Kunde kann noch aufrüsten mit Sachen wie Klimaanlage, Anhängerkupplung, größere Batterien, was haben wir denn noch? Beheizte Tanks für Winternutzung, genau, ist wichtig. Für den Skiurlaub. Genau. Das sind so die Optionen, die der Kunde eben noch wählen kann. Ansonsten, ja, sind wir eigentlich jetzt ganz glücklich, wie das alles gekommen ist. Wir kriegen super Feedback hier auf der Messe. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und, also uns hat es super gut gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Vielen, vielen, vielen Dank super. für die ausführliche und sympathische Roomtour vor allem. Dankeschön. Und bei Fragen verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Und danke, Ingmar. Machen wir. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.